Wenn wir in der Eurythmie das Au mit dem ganzen Körper und ausdrucksvollen Armgebärden gestalten wollen, dann machen wir das meistens durch die Verbindung der Laute A und U. Ich zeige Ihnen jetzt drei Varianten. Stellen Sie sich gerade aufrecht hin und weisen Sie mit parallelen Händen nach unten. Bilden Sie das U im Körper und den Armen und spüren Sie die Kraft, die Entschlossenheit, den Willen darin. Auf eine gewisse Weise dominiert jetzt die Innenwelt. Dann bewegen Sie den gestreckten Arm zur Seite. Sie bilden damit eine öffnende Geste, ein A, und durchstrahlen Sie diesen Arm. Jetzt wird die Außenwelt präsent zusätzlich, aber das Innere bleibt stark. Ich bin bei mir und wach für das Draußen. Wenn Sie nochmals dieses Au in der Gestalt bilden und dann den Arm abwinkeln am Ellenbogen, sodass der Unterarm parallel zum anderen Arm wird und mit diesem ein U bildet, dann können Sie durch den gestreckten Arm nach draußen strahlen und mit dem abgewinkelten Arm einen Einstrom erleben. Ausstrahlen und Einstrom und dann versuchen, dass sich die beiden die Waage halten. Spüren Sie diese Auswirkung, die dieses Gleichgewichtssuchen im Körpergefühl erzeugt und den Einfluss, den das auf Ihre innere Aufrechte hat. Bei mir verstärkt sich die Körperachse, die Aufrichte wird stark und von innen her kraftvoll. Darum nenne ich diese Variante auch das Gleichgewichts-Au. Sie können natürlich den Ausstrom und Einstrom auch andersrum erleben und durch den abgewinkelten Arm ausstrahlen und durch den gestreckten Arm einstrahlen. Für den ersten Einstieg ist es aber andersherum einfacher. Bei der großen Augebärde bilden wir ein A vertikal nach oben und spüren seine empfangende Wirkung vom Umkreis her. Dann winkle ich einen Arm langsam und bewusst ab, bis der Unterarm parallel zum anderen Arm zeigt und wieder ein U bildet. Wenn ich jetzt mit meinem Bewusstsein ganz im Umkreis bleibe und beim Beugen des Arms ein starkes Zentrum entstehen lasse, dann entsteht dieses große Au, das den Umkreis vom Zentrum aus beherrscht. Ein sonnenhaftes Prinzip. Darum könnte man es auch das kosmische Au nennen. Präsenz im Kosmos.
Da die Sonne ja nicht nur in eine Richtung wirkt, sondern in den ganzen Umkreis und auch vom Planeten umkreist wird, können Sie versuchen, diese Gebärde auch im Kreis zu führen und zu schauen, ob Sie die Präsenz draußen im Kosmos vom Herzen aus erzeugen können. Das einströmende Prinzip des A bildet ein starkes Herz, ein starkes Selbstbewusstsein. Von diesem aus gehen Sie wieder hinaus, um dort draußen zu wirken.